Ich glaube, ich war in letzter Zeit nicht gut drauf. Mir ist aufgefallen, ich habe in den letzten Videos kaum noch geflext. Und ich meine, in Esna Ashari, ohne flexen, ohne euch zu erzählen, was für ein geiler Typ ich bin und dass ich ja immer richtig liege, das ist irgendwie nur noch halber Esna Ashari. Und ich frage mich, warum es mir so schlecht gegangen ist, habe ich keine Antwort. Aber hey, was soll ich mich mit der Vergangenheit beschäftigen? Eins kann ich euch sagen, ich bin wieder gut drauf. Heute wird wieder geflext. Heute sage ich wieder, was für ein geiler Typ ich bin und wie ich so richtig schön mit einer Prognose daneben gelegen habe. Und damit herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe. Heute sprechen wir miteinander über chinesische Aktien und wie das eigentlich sein kann. In China sind die Wirtschaftsdaten schlecht. Es gibt womöglich wieder Lockdown. Und was machen die chinesischen Aktien? Steigen in den letzten 30 Handelstagen plus 15%. Einer der stärksten Indizes weltweit ist der CSI 300, nämlich Index der chinesischen Festlandaktien. Und da sind wir nämlich auch schon beim Flex am 26.12. des letzten Jahres. Praktisch als verspätetes Weihnachtsgeschenk habe ich für euch eine Ausgabe gemacht mit dem Titel Die geilste Region 2022. Und habe in der Ausgabe euch erstmal gezeigt, hey, Esna Ashari Flex, guck mal, es gab ein umgedrehtes V und nach dem umgedrehten V habe ich euch gesagt, wird ein Ausverkauf geben, hatte ich schon recht. Und jetzt sage ich euch, wir sind gerade in einer bärischen Konsolidierung und wenn die Unterstützungen fallen sollten, dann hat der CSI 300 das Potenzial, nochmal eine Abwärtswelle zu sehen und zwar von weiteren 20%. Und als dann der Ausverkauf zustande kam, da habe ich mich gefreut und habe gesagt, siehst du, habe ich recht gehabt. Ich habe aber auch in dem Video gesagt, im Bereich der 4.300, 4.400 wird aller Voraussicht nach eine Bodenbildungsformation bei den chinesischen Aktien und beim CSI 300 zustande kommen. Und was ist passiert? Der Index kam dahin und ist da weitestgehend durchgerauscht und hat nochmal 10% Abverkauf gesehen. Also im April sah es noch so aus, als wäre das die geilste Anti-Region für das Jahr 2022. Aber Stand Schlusskurs Freitag war der Index von der 4.4 nur 3% entfernt. Also nein, die 4.400 war nicht der Boden. Was hätte ich mich gefreut, dann hätte ich gesagt, ich habe euch den Boden vorher gesagt. Jetzt muss ich sagen, die Bodenbildung sollte in dieser Zone stattfinden und das sehen wir aktuell. Jetzt ist aber eines fraglich. Als ich euch das so gesagt habe, gab es noch gar nicht die ganzen Lockdowns rund um Shanghai, aber auch die Ängste um Lockdown in Peking, aber auch die Probleme rund um die Weltwirtschaft und Verlangsamung des Wachstums und auch das, was wir an Wirtschaftsdaten aus China bekommen. Denn eigentlich wollte ja China 6% plus in diesem Jahr wachsen. Und es sieht nicht so aus, als könnte die zentralistische Regierung diese Wachstumszahlen erreichen können. Obwohl also diese Probleme dazugekommen sind, hat diese Zone gehalten und wir sehen, dass chinesische Aktien nach oben kommen. Jetzt ist es so, chinesische Aktien sind im Vergleich zu der Konkurrenz aus den USA und sogar zu der Konkurrenz aus Europa deutlich günstiger. Das spielt natürlich eine Rolle, aber wir haben auch die genannten Probleme. Wenn wir uns nämlich einmal ein paar Wirtschaftsdaten angucken, richtig schön langweilig Wirtschaftsdaten, ihr erlaubt es mir, es ist, glaube ich, ganz hilfreich. Ich habe einmal für euch die Einzelhandelsumsätze und zwar seit dem Jahr 2016. Dann sehen wir, es gibt eigentlich wenig Veränderungen auf dieser Skala. Warum? Denn erst kriegen wir einen Einbruch von minus 20% wegen des Lockdowns und der Corona-Pandemie, dann sehen wir diese massive Erholung. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, an die Partybilder, die wir gesehen haben aus China. Die Leute sind rausgegangen, wir saßen hier mitten im tiefsten Lockdown, haben uns gefragt, wie kann das eigentlich möglich sein? Da ging es auch darum, dass chinesische Bürger überhaupt keine Privatsphäre haben und alle ihre Daten offenlegen müssen und dass sie nachverfolgt werden. Und sah so aus, als hätte China das sehr gut gemeistert. Dann kam aber Omikron und wir sehen derzeit, dass die Einzelhandelsumsätze auf Monatsbasis deutlich sinken, nämlich wieder minus 11%. Sieht also fast so aus wie seinerzeit beim Ausbruch der Corona-Pandemie. Jetzt kann man sagen, naja, Einzelhandelsumsätze ist nicht so schlimm. Aber es gibt eine eindeutige Korrelation. Jetzt sind die Einzelhandelsumsätze in weiß und Produktionsservices in gelb. Die laufen parallel. Man sieht also, dass die Lockdowns nicht nur auf Einzelhandelsumsätze, sondern auch auf die Produktion sich auswirken. Jetzt habe ich euch nochmal eine Linie hinzugepackt in blau.
also in Weiß und Gelb, Wirtschaftsdaten. Und jetzt in Blau sehen wir also Anstieg, wovon der Arbeitslosenzahlen, wann? Zum Ausbruch der Pandemie. Und jetzt sehen wir Folgendes. A, Erholung von der Pandemie. Was passiert? Arbeitslosenzahlen auf 4,8% und jetzt wieder Lockdown. Was passiert? Arbeitslosenzahlen 6,2%, also genauso hoch wie zum Ausbruch der Pandemie. Das heißt, diese Lockdowns und die Ausbrüche mit der Omikron-Variante, die haben definitiv der chinesischen Wirtschaft geschadet. Man sieht das nicht nur hier an diesen Daten, man sieht es nicht nur an der Arbeitslosenquote, sondern diverse Einkaufsmanager-Indizes sind im kontraktiven Bereich. Aber was passiert? Wir sehen, dass die Aktien nach oben kommen. Verwunderlich. Vielleicht dürfen wir uns eins noch anschauen, und zwar die BIP-Zahlen und die Wachstumserwartungen. In den letzten Jahren hat China immer es geschafft, ein Wachstum oberhalb der 5% zu haben. Jetzt Bloomberg Intelligence übrigens erwartet im zweiten Quartal sogar rückläufige BIP-Zahlen. Der gemeine Konsensus ist etwas unterhalb der 5% in den nächsten Quartalen im Bereich von 5%. Das heißt, für das Jahr erwarten Analysten erstmals ein Wachstum von unter 5%. Aber sie korrigieren ihre Wachstumsdaten immer weiter nach unten. Viele Analystenhäuser erwarten jetzt Wachstumszahlen von 4,5%, 4%, manche 5%, also deutlich unter dem, was die zentralistische Regierung sich vorgenommen hatte. Und die Aktien steigen. Was ist eigentlich der Unterschied? Ja, wir haben bewertungstechnisch eine ganz relevante Argumentation für chinesische Aktien. Wir haben aber auch die Aussagen der zentralistischen Regierung. Kurz, glaube ich, nachdem JP Morgan gesagt hatte, chinesische Aktien sind uninvestierbar, kam ja die Aussage von der zentralistischen Regierung, dass die Behörden mit den US-amerikanischen Behörden zusammenarbeiten, um ein Listing von chinesischen Aktien im Ausland weiterhin zu ermöglichen, und der Aufruf, die Untersuchungen bei den Tech-Unternehmen, bei den Plattformunternehmen abzuschließen. Jetzt kam zuletzt sogar die Nachricht, dass auch bezüglich Didi die Regierung plant oder die Aufsichtsbehörden planen, diese Regulierungen und die Untersuchungen abzuschließen. Das heißt, wir bekommen etwas mehr Deregulierung und wir haben die Bewertung. Wir haben aber auch was anderes, was komplett diametral ist zu Europa und zu den USA. Ich habe nämlich hier die Inflationsdaten aus China, und zwar auf Einjahresbasis. Und hier haben wir 2,1%. Und guckt euch das an, fast die gesamte Zeit haben wir Inflationsdaten unterhalb von 2%. Ja, es ist möglich, dass wenn jetzt die Lockdowns aufhören und es zu einer Eröffnung kommt, dass die Inflation höher geht. Keine Frage. Jetzt muss man nur eins wissen. Also, es gab mal so einen 6%-Peak, als der Ausbruch der Pandemie war. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, dass das mit Hamsterkäufen zu tun hatte, weil es auch gerade so zwischen 19 und 20 ist. Damals kam auch der Ausbruch. Nur guckt euch mal die aktuelle Inflation an. Bei 2% und guckt euch das an vor der Pandemie. Vor der Pandemie hatte China Inflationsdaten von 3-5%. Das heißt, für den Fall, dass die Inflation hier reinkommen sollte, das ist für China absolut in Ordnung. Der Grund, warum die Inflation dort ist, wo sie ist, liegt daran, weil China relativ schnell, ich werde das nicht vergessen, ich bin morgens hierher gekommen, da haben wir noch um 6 Uhr morgens angefangen zu arbeiten. Jetzt fangen wir um 7:15 an. Und dann haben wir gesehen, was? Die People's Bank of China entzieht dem Markt Geld und bestimmte Refinanzierungszinsen steigen. Da haben wir uns gewundert, warum machen die das eigentlich? Tja, die haben nämlich in den 90er Jahren einen Inflationspeak gehabt von 20%. Und da hat die People's Bank of China ihre Lektion gelernt. Und genau das wollte nämlich die People's Bank of China verhindern, weil es damals zu durchaus größeren Unstimmigkeiten in der Bevölkerung kam aufgrund der sehr hohen Inflation.
Deswegen muss man sagen, haben es die Chinesen sehr gut gemacht, dass sie relativ schnell nach der Erholung, nachdem dann diese Notfallsituation nicht mehr da war, auch den Geldhahn zugedreht haben. Und damit haben sie sich die Möglichkeit geschaffen, jetzt die Wirtschaft zu unterstützen. Denn wir sehen, dass die Produzentenpreise, die in der Spitze auf über 13% gestiegen waren, auch die kommen deutlich zurück, zuletzt nur noch 6,4%. Und wir haben eine Kerninflation in China mittlerweile von 0,9%. Und wenn die Kerninflation so niedrig ist, und das ist ganz wichtig, dann heißt es, dass die Nachfrage im Inland gering ist. Und etwas, was ich ja monatelang gesagt habe, ist Anleihenkaufprogramme, super. Immer dann, wenn die Nachfrage gering ist, dann kann man nämlich mit einem Anleihenkaufprogramm die Nachfrage steigern. Aber das Problem, was wir hatten, ist, dass die Nachfrage in Europa, in den USA sehr gut war und man hat ein Anleihenkaufprogramm durchgeführt, was dazu geführt hat, dass die Nachfrage noch höher gekommen ist. Wir hatten aber ein Problem auf der anderen Seite der Spritze, nämlich beim Angebot. Und das gibt es gerade in China nicht. Ich finde es ganz wichtig, dass man sich diese Kerninflation von 0,9% anschaut. Das ist praktisch nichts. Und wenn wir uns einmal, was ein sehr wichtiger Parameter in China ist, nämlich Inflation von Schweinefleisch anschauen, da muss man sagen, im Peak hatten wir ein Hoch von, nichts Falsches sagen, 15%. So. Und es ist aber relativ rasch, das war zum Jahreswechsel, deutlich zurückgegangen, zuletzt minus 21%. Ja, bei den Früchten, bei einigen Lebensmitteln ist die Inflation höher. Da wird noch gehamstert aufgrund der Lockdowns. Aber insgesamt ist die China-Inflation meiner Meinung nach absolut auf dem richtigen Weg. Und ich zeige euch einmal ein paar Parameter. Also Food, Essen, 2,3%. Oder Housing, 1%. Das sind extrem niedrige Daten und deswegen glaube ich, ist der Raum für die People's Bank of China viel größer, die Wirtschaft zu stimulieren. Es ist dereguliert, das heißt, erst wurde es hochreguliert, jetzt wird es dereguliert. Wir sehen gleichzeitig, dass dieses Common Prosperity, was ja die zentralistische Regierung immer wieder angesprochen hat, das ist nicht mehr in den Reden drin. Wir haben die Möglichkeit, dass die Wirtschaft unterstützt werden kann. Es gibt zwei große Risiken. Natürlich politisch mit Taiwan. Und da wünsche ich mir einfach eine friedliche Lösung. Punkt. Das fertig. Und das andere ist natürlich die Null-Covid-Politik. Also falls es immer wieder zu Lockdowns kommen sollte, falls immer wieder große Metropolen, Finanzmetropolen geschlossen werden, dann wird das auch für Aktien schwierig sein. Die Börse antizipiert ja. Das heißt, den Anstieg, den wir aktuell bei den chinesischen Aktien sehen, der kommt ja meiner Meinung nach dadurch zustande, ich darf das einmal kurz weglegen, weil der Markt in die Antizipation geht, das ist übrigens der Anstieg von knapp 13%, und sagt, okay, ich kaufe schon mal, weil ich davon ausgehe, dass der Anstieg kommen wird. Zweifelsohne ist der Markt nach einer wirklich starken V-Formation Ausverkauf zu 100% wieder abgearbeitet, im Bereich einer Widerstandszone, auch kurzfristig überkauft. Nicht nur das, wenn wir uns einmal kurz den Wochenchart anschauen, das hier ist die 200-Wochenlinie, guckt euch das an, die 200-Wochenlinie war 2019, 2020 Unterstützung, wir fallen hier durch und sehen, dass die 200-Tage-Linie im Kurs wieder ein potenzieller Widerstand ist und das gleiche sehen wir auch mit der 20-Wochen-Linie, die ebenfalls jetzt eine potenzielle Widerstandszone darstellt.
Bedeutet also, ja, horizontaler Widerstand plus gleitende Durchschnittslinie. Das ist der CSI 300, Festlandaktien eher bankenlastig. Auch wenn wir uns zum Beispiel den Hang Seng anschauen, der deutlich technologielastiger ist, sehen wir Folgendes. Ich hatte euch das auch schon beim letzten Video gesagt. Ich hatte gesagt, das sieht aus wie ein Kanal. Oberrand, so je nachdem. Ich hatte gesagt, oh, schwierig zu sagen, was der, wo der Unterrand ist, wie man das platzieren muss. So, Unterrand, das heißt, das, was hier einmal gemacht wurde, wurde ein zweites Mal gemacht. Und wenn man sich das anschaut, auch hier eine klare horizontale Widerstandsmarke im Bereich der 22.430. Und wenn wir mal von der Woche runtergehen hier in den Tageschart, da sehen wir, dass da von oben sich die 200-Tage-Linie drauflegt, die ja auch hier bärisch aufgelöst wurde, lange nicht berührt wurde. Da kommt die 200-Tage-Linie und ich finde, man sieht das relativ deutlich. So. Dass hier auch ein horizontaler Widerstand sich dem Kurs nähert. Das heißt, nach dieser Aufwärtswelle und diesen Widerständen hat der Markt das Potenzial, entweder eine Gegenwelle zu machen, vielleicht sogar wieder in Richtung der 20.000. Ob es darüber hinausgeht, kann ich so aktuell nicht sagen. Das sind starke Unterstützungen. Auf der anderen Seite, falls der Markt das nicht machen möchte, erst mit dem Ausbruch über diese horizontale 22.000, deutlicher Ausbruch, würde man sagen, ist eine Bodenbildung abgeschlossen. Und deswegen, ich habe euch gesagt, 2022 ist China die geilste Region und diese Aussage bekräftigen wir jetzt etwa 6 Monate später mit dem Zusatz, ähnlich wie damals im Dezember, als wir gesagt haben, der Markt hat noch eine Welle nach unten, hier sehe ich viel Widerstand und gegebenenfalls eine erneute Welle nach unten. Und die Hauptfrage an euch ist jetzt, warum seid ihr eigentlich so abofaul? Ihr denkt daran, abonnieren und habt motivieren, falls für euch die Ausgabe hilfreich gewesen ist, freue ich mich umso mehr. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr sagt, nee, China am Widerstand, es gibt den Crash, oder ob ihr sagt, doch, die günstigen Bewertungen interessieren mich und welche Aktien euch insbesondere interessieren, würde ich mich freuen. Danke für eure Aufmerksamkeit und gehabt euch wohl.